Wir haben hier den Christian Domsig von den Wanderers und den Tobias Kiefer von den Grasshoppers, die beiden Winning Pitcher des heutigen Tages. Split im, in der Auftaktpartie im Viertelfinale. Ich darf mit dir, Chili, als Gast sozusagen anfangen. Wie waren die Partien aus deiner Sicht heute? Ja, das erste Spiel war schwierig für uns. Hat der Tommy eigentlich komplett dominiert, hat uns nicht viele Chancen gelassen. War ziemlich frustrierend, ehrlich gesagt. Und es war dann eben wichtig, dass wir im zweiten Spiel zurückkommen und da nicht komplett untergehen. Und das ist dann doch ziemlich gut gelungen. Mhm. Stichwort zweite Partie, wenn wir schon dabei sind bei dem Win. Du hast tadellos gepitcht, die Defense toll gehalten und auf unserem Import, auf den Georgi Grytischwili, gute Kontakte gehabt, 11 Runs gescored. Was kannst du dazu so sagen? Es war viel besser für uns. Wir haben auch in der Defense wirklich gut gespielt. Das war, glaube ich, der Unterschied. Der Huli auf der dritten, der Fabian, der Schatz, die haben wirklich ein paar ziemlich verrückte Plays gemacht. Das hat uns dann sehr geholfen. Das Spiel dann auch die ganze Zeit unter Kontrolle zu haben. Kommen wir zur Next Generation, Tobi Kiefer, wenn ich das so sagen darf. Erste Partie gewonnen, zweite dann nimmer mehr. Wie war der Spieltag aus deiner Sicht? Wie der Chili gesagt hat, ich finde, ich habe meine Sache ganz gut gemacht am Mount. Ich habe die ganz gut unter Kontrolle gehabt. Wenn ich mich nicht irre, glaube ich, haben wir in der Defense keine Errors gemacht. Das hilft natürlich ganz viel als Pitcher. Und ja, in der zweiten Partie ist dann leider umgedreht worden. Da haben wir in der Defense Fehler gemacht. Klagen haben wir nicht so, wie wir gewollt haben. Hat er ganz gut gemacht, der Chili, kann man sagen. Der bringt die Erfahrung mit. Und ja, jetzt müssen wir morgen schauen, dass wir draufhauen. Stichwort morgen. Danke, Tobi, dass du das gibst. Jetzt haben wir den gleichen Zwischenstand wie im letzten Jahr. Die Samstagspartien gesplittet. Sonntag, der einzige Unterschied ist in Wahrheit der Austragungsort. Indreskirchen, Chili, wie geht es das morgen an? Ja, morgen ist alles offen. Wir sind jetzt eigentlich ziemlich zufrieden mit den Pitchern, die wir noch haben für morgen. Ich weiß noch nicht genau, wer da starten wird für uns, aber ich glaube, wir sind da für morgen in einer ziemlich guten Ausgangslage. Tobi, du hast hinter dir auch keinen Reliever gebraucht. Wie siehst du die Situation für morgen? Ja, wie der Chili gesagt hat, ich glaube, wir haben ganz gut Pitcher gespart, dass wir natürlich morgen noch ein paar zum Einsatz bringen können. Und ja, ist offen für alle. Wenn wir draufhauen, gute Defense spielen, dann wird es ein knappes Spiel. Gut, meine Herren, dann morgen 13 Uhr, Dreiskirchen, geht's los. Wir freuen uns, ihr euch hoffentlich auch. Und ja, alles Gute, gute Regeneration vor allem, auch wichtig vielleicht für die Mannschaft. Und ja, alles Gute und bis morgen.